Drei. Schauen wir mal, was sie diesmal für uns bereithalten. Das Auge sieht alles. Kriegszorn. Grenieren Sie Chaos, indem Sie Feinde verletzen. Schalten Sie Chaosgestalt frei. Halten Sie F gedrückt und drücken Sie, um die Chaosgestalt anzunehmen. Halten Sie F gedrückt und drücken Sie mittlere. Was? Ist das euer fucking Ernst? F? Und dann mittlere Maustaste? Warum sollen wir nicht einfach V drücken? Das verstehe ich nicht. Hä? Passiert überhaupt nichts. Hier, V. Ey, guck mal hier, eine Hexe. Noch schade. Schon vorbei. Das wollte ich nicht. Darf ich hier mal vielleicht meinen Supermove einsetzen? Hier, Home Run und so? Okay, wir haben noch fast 4 Minuten. Oh, komm. Ich mag die Sechsen überhaupt nicht. Geh mir nicht auf den Sack jetzt. Jetzt gibt's hier was. Komm mal hier. So läuft es dann ungefähr ab. Jetzt smashen wir hier nochmal ein bisschen rein und machen hier nochmal so ein paar Kombos. Dann wollen die noch irgendwas von uns. Hier und dann und so. Ach, komm mal, wen haben wir denn da? Unseren guten alten Freund. Sieht ein bisschen aus wie der aus Diablo. Wenn ich ehrlich bin, dann sieht ja alles aus wie aus Diablo. Ist nicht so gut. Ich kann überhaupt. Ich sehe überhaupt gerade gar nichts. Hier, ich drück V, wie ein Bekloppter. Ja. Ihr seht gerade genau dasselbe wie ich, also ich würde. Ja, geschafft. Keine Ahnung wie, aber. Geschafft ist geschafft, würde ich sagen. Ausgezeichnet. Okay, diesmal nehmen wir das mit. Und das auch. Das war jetzt die dritte Prüfung, oder? Ja. Die letzte ist da hinten. Ich trotzdem gerne da hochkommen. Was ist denn da überhaupt? Hier ist logischerweise der Weg zur Prüfung. Aber was ist hier? Kommen wir hierher? Nee. War hier eine Prüfung? Kann das sein? Es kann gut sein, dass hier eine Prüfung war. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Die Möglichkeit steht im Raum. Was haben wir denn da? Komisch, aber ich hoffe, dass die Kiste, die wir da oben gesehen haben... Nee, war ja gar keine Kiste, war ja so ein, wie so ein Amboss. Da kommen wir irgendwie noch nicht hin. Ich glaube, da brauchen wir noch so eine Art Enterhaken für. Wenn wir sowas hier überhaupt bekommen oder irgendwas, womit wir uns da halt festkrallen können. Ich glaube, das ist ein Enterhaken. Gegner. Ah, das haben wir noch gar nicht gemacht, diese Kontergeschichte.
Drücken Sie linke Alt-Taste, um Angriffe von Gegnern abzublocken. Starten Sie einen Gegenangriff, indem Sie blocken, kurz bevor Sie getroffen werden. Ja. Und schnellen. Also müssen wir dann noch angreifen oder müssen wir einfach nur Alt drücken? Hässliche Viecher. Sehr nice. Wir warten einfach, bis sie fast tot sind und dann lassen wir uns treffen. Sag mal. Das gibt's doch nicht. Müssen wir das machen, bevor die angreifen oder bevor die uns treffen? Ah. Bevor die uns treffen, nicht bevor die den Angriff starten. Hallo, ich will den nicht so weit wegschießen. Ich will den noch nicht mal töten, jetzt. Und das wäre dieser. Das war nix. Was war denn das? Also bitte. Auseinandergenommen? Oh ne. Komm schon. Komm schon. Was? Ja. Haben wir noch mitgenommen nebenbei. Das war Prüfung Numero Quadro. Wieder auferstehen? Das ist wie bei Zelda, diese... Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Ich kann die nicht abhaben, die... Oh Gott. Wie bei Zelda hier, diese Feen in den Gläsern, die man da fangen konnte. Wo man dann wie so ein Napp-Ding hatte, dass wenn man gestorben ist, instant wieder aufstehen konnte. Haben wir das jetzt hier... Ja, das ist in unserem... Anscheinend war das der letzte von ihnen. Lass uns von hier verschwinden. Jetzt müssen wir wieder zu dem großen Otto zurück. Was ich mich aber frage, ist, wo ist das letzte Teil? Hier, Nummer 5 auf unserer Liste. Denn, es hieß ja, dass wir auch hier. Vielleicht geht's ja noch weiter. Wir haben auf jeden Fall alles abgesucht. Wir sind überall lang geschwommen, da lang gegangen, wo wir lang gehen können. Mal gucken. Da bin ich dafür, mein Freund. Bingo. Oh. Nice. Gerade als wir davon geredet haben. Jetzt muss ich... Latscht der immer noch rum, oder was? Ach, da oben. Okay. Ich muss jetzt doch gerade nochmal gucken. Denn jetzt sind wir bei Nummer 6. Nummer 6. 6 von 10. Im Abschnitt das Becken. Wir warten auf einen Abschnitt, der das Becken heißt. Bin mal gespannt. Ich bin gespannt. Okay, irgendwas müssen wir mit diesem Eisgeschichte noch machen. Da können wir dann auch nochmal zurückgehen und diese anderen Sachen da drehen, weil wir müssen noch irgendwas Brennbares bekommen, weil es kann ja nicht sein, dass hier überall Eis ist und wir einfach nichts damit... Kann man da mal durchschwimmen? Und das ist eine Wand. Nee, das ist eine Wand. Es kann ja sein, dass überall Eis ist, aber wir da nichts gegen tun können. Das ist ja... Oh. Guten Tag. Ich habe euch nicht vermisst. Keine Sorge. Irgendwas Grünes, eventuell ein Artefakt oder so. Oh, nee, der ist tot.
Dann gibt's nix. Dann gehen wir hier lang. Oh, da ist ein Vulgrim Außenposten. Da kann man wieder ein bisschen shoppen. Was ist das denn hier? Hä? War da etwa so ein Knochending oder was? Hä? Keine Ahnung, was das gerade war. Es hat uns einfach in die Verse... Okay, der geht auf mich. Scheiße. Komm schon. Klettert er doch mal ordentlich hoch, Mann. Das kann ja nicht sein. Achso, extra im Klettergarten. Genau so. Ah, da. Was ist da? Was ist denn das? Sieht aus wie Minen, so ein bisschen. Vulgrim, mein alter Freund. Judendach. Okay. Dann tauschen wir hier einmal ein. Der alte Vulgrim kann sein Maul nicht halten. Todsense. Ganz ehrlich, kaufen die jetzt. Jetzt können wir die Sense. Ach so, wir können jetzt hier hinterher wechseln. Verbrennung. Das hätte ich gern, aber... Ah, fehlt uns noch. Dann sparen wir darauf mal. Dann... Drücken Sie Tab. Ach, das ist die Zweitwaffe nur. Der hat sogar die Moves. Nice. Bam, und dann können wir diesen machen und dann bam und dann... das ist geil. Wir sind der Ultimate Reiter jetzt. Ambossfurt. Frankfurt. 069. Oder wie geht das? Sind wir hier richtig? Ist das ein Hammer? Offensichtlich. Na komm schon. Worauf wartest du? Wenn du diese Hände jemals wieder benutzen möchtest, dann solltest du nicht berühren, was dir nicht gehört. Ultan. Du kennst mich also, aber ich kenne dich nicht. Und ich mag keine Fremden. Besonders keine Ungeladenen. Und wer du bist, ist vielleicht nicht so wichtig wie das, was du willst. Ich komme wegen des schwarzen Hammers. Tatsächlich? Nun, du darfst es gerne erneut versuchen. Aber danach solltest du dich hier besser nicht mehr von mir erwischen lassen. Du bist es. Was soll das jetzt? Der schwarze Hammer. Du bist es. Mach, was du willst, aber lass mich dir ein kleines Geheimnis verraten. Der dort im Dreck ist weitaus der einfachere von uns beiden. Bitte? Die Klinge ist groß, aber ich bin... Das stimmt allerdings. Wollen wir doch mal sehen, wie es dir das gefällt hier, mein Freund. Ich bin der Gasgestalt, ich mach dich kaputt. Hier noch eine oben auf dem Deckel. Tja, du Napp. Jahre. Seit Abaddon von uns genommen wurde, habe ich für diesen Moment gebetet. Für deine Verbrechen solltest du in der Weißen Stadt gerichtet werden. Aber bis diese Welt vom Zerstörer befreit ist, bleiben uns ihre Tore verschlossen. Gerechtigkeit kann nicht warten. Ich verurteile dich hier und jetzt! Bis wir unseren kleinen Disput beendet haben, Mädchen. Man mischt sich nicht in Auseinandersetzungen ein, die einen nichts angehen. Wie sind wir denn da hochgekommen so schnell? Na los, fliegt davon, Täubchen. Sonst rupfe ich euch. Blasphemie.
Du bist es, der sich hier auf eine Seite schlägt. In einer Schlacht, die dich nichts angeht. Was ist das überhaupt für ein Typ? Oha, was Ninja, Alter. Der Ultan. Oh. Das kommt dabei raus, wenn man berührt, was einem nicht gehört. Kämpft er jetzt mit uns? It's on, Leute. Lass die Federn fliegen, Junge. Problem ist nur, ich muss hier gerade mal, wenn es geht, so. Könnt ihr mal bitte aufhören, totalen Bullshit zu machen gerade? Jetzt muss ich euch töten. Zack, weg mit Flügeln. Ah, das kennen wir ja schon. Ah, das ist ein... Jetzt raff ich das. Jetzt... Oh mein Gott, ehrlich? Sind die wirklich so kindisch, dass sie so einen Wettstreit machen? Aber es ist trotzdem ein Lappen. Ich schaff's trotzdem nicht, so viele zu töten wie ich. Alter, kannst du mal weggehen, bitte? Danke. Was ist ein Bild? Hier drüben, Fremder! Ich hoffe, dieser Alte weiß, wohin er geht. Wir sind wegen des Herzens der Quälerin hier, erinnerst du dich? Junge, 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 ich weiß. Haha. Der gefällt mir. Was, vor allem, was ist das denn für ein Vieh? Es ist ein Dämon. Nee. Engel, Dämon, Mensch. Ne. Wer dann noch? Ich glaube, das ist sowas wie wir sind, oder? Nur halt sehr viel größer. Ach nee. Vielen Dank auch. Du brauchst mir hier zu lange, mein Freund. Ich muss dir mal gerade das Ding wegnehmen da. Du bist ein... Du Sack! Okay, den hat er sich verdient. Wir haben ihm auch einen abgezogen gerade. Hä? Wer hat denn das jetzt kaputt gemacht? Ah. Können wir da vielleicht den Hammer mal so bitte mitnehmen und so? Das war ein Home Run. Alter, die Engel haben aber auch gute Tricks auf Lager. Ich sehe, wie er mich wegdrängt, die Sau. Ich hab trotzdem den Kill bekommen. Mach mal auf hier, Sackgesicht. Ich misch dir durch. Danke sehr. Nimm mal mit. Och, nimm mal mit. Das ist so ein bisschen wie Legolas versus Gimli. Nur, dass wir hier Gimli gegen noch einen krasseren, größeren Gimli sind. So ein bisschen. Was sind das jetzt? Oh, so holt man sich einen Vorsprung, mein Freund. Genau so. Und ich sehe überhaupt nichts. Junge, ich sehe überhaupt nichts. Was ist denn hier los? Ich dachte die ganze Zeit, wenn wir uns...
wenn wir uns die Sense kaufen, dass es unsere normale Waffe ist. Aber das ist ja eine Sekundärwaffe, das gibt doch irgendwie Sinn. Weil der Chaosfresser ist ja quasi die Waffe himself, sag ich mal. Hier drüben, Fremder! Ja, Moment, da ist... können wir da... Kannst du da gerade mal was machen? Geht das? Nee. Müssen wir wahrscheinlich von da drüben was machen. Was kann ich denn... Oh, okay. Jo. Einmal durch. Dein Ende ist nah. Alter, meine Chaosgestalt ist gleich aktiv. Die sollten mal aufpassen, wie die hier mit mir reden, ja? Ich meine, ich aktiviere die jetzt noch... Hä? Ich aktiviere die zwar jetzt noch nicht, aber vielleicht sollte ich das doch machen. Das live. Wir werden nicht nachgeben. Live, live. Gib mir auch live. Sorry, das ist krass. Home Run! Jawoll. Was kommt, passiert denn jetzt? Alter. Das ist mies gewesen gerade. Hä? Was zur Hölle? Das war gerade richtiger Barbaren-Move von dem. Also, wenn der da weiter tötet, müssen wir hier Zickzack machen. Explodiert, los, schneller, bitte. Und wie genau kommen wir jetzt? Ist das dein fucking Ernst? Wie kommen wir denn jetzt darüber? Oh. Was hat der denn da bitte in der Hand? Hat der eine Kanone? Ist das sein Ernst? Ja, das kennen wir schon. Können wir das aufnehmen? Vergeltung. Drücken Sie links, so schnell die Schüsse drücken und halten Sie rechts, um starke Geschosse mit Wirkungsbereich aufzuladen. Jetzt geht's rund. Hä? Kann das auch. Ach so, wir haben das gar nicht kaputt gemacht gerade. Ich dachte, wir wären es gewesen. Wir werden nicht nachgeben. Okay, das ist pure Angeberei. Ja, wir sind ziemlich gut in Führung, würde ich sagen. Haben wir es jetzt doch kaputt gemacht, oder was? Ich schaff das nicht.